Ja, heute ist Spieltag gegen Arminia Bielefeld und da sieht der Tagesablauf folgendermaßen aus. Wir starten nach dem Frühstück um 10 Uhr mit der Videoanalyse, werden noch ein paar Szenen aus den letzten Trainingseinheiten zeigen, um dann darauf zu kommen, wie wir heute dann gegen Arminia Bielefeld spielen wollen. Arminia Bielefeld wird in der Rückrunde definitiv in den Aufstieg mitspielen, haben das Spiel, denke ich, vor ein paar Wochen zurück noch mal ein bisschen frisch im Hinterkopf. Also die sind auf jeden Fall sehr fokussiert und konzentriert, um letztendlich auch ein besseres Spiel oder vielleicht auch ein besseres Ergebnis zu erzielen. Im Anschluss ist dann das Training, auch als Vorbereitung auf das Spiel heute Nachmittag. Da werden wir schwerpunktmäßig die Standardsituationen trainieren, um nochmal zu versuchen, Abläufe zu automatisieren. Moment, dass er das macht, dann könnt ihr mit 50 gleich raus. Da muss man jobben, Wetter, wenn es ein bisschen höher geht, dann könnte man. Und dann geht es nach dem Mittagessen, fahren wir dann rüber nach Olivanova zum Spielort, um dann dort gegen Arminia Bielefeld zu spielen. Wir werden wieder, wie gegen WN Wiesbaden, 2x60 Minuten spielen mit zwei kompletten Teams, sodass jeder Spieler dann auch auf seine Spielzeit von ca. 60 Minuten kommt. Jeder Spieler hat so seinen eigenen Rhythmus und versucht, seine Ritualien dann am Spieltag so abzuspulen. Aber da müssen sie nicht auf irgendetwas Spezielles achten. Die Ernährung wird vorgegeben durch die Mahlzeiten. Da gibt es also auch keine Dinge, die speziell sind am Spieltag. Das sind auch viel Automatismen.